Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute mal wieder 5 Ü-Eier der Mädchen Edition. Heute wollen wir mal gucken, was hier drin ist. Ich bin mal gespannt, ob ich von hier diesen Frozen, von der Eisprinzessin, ob ich da eine Figur drin habe. Und wir machen jetzt mal das erste Ei auf und schauen jetzt gleich mal nach. Ah, es klappert. Und es ist, jawohl, Volltreffer. Das erste Ei, der erste Treffer. Wen haben wir hier? Sven. Wir haben den Echt Sven. So, hier könnt ihr euch das Video kurz anhalten, könnt euch die Geschichte durchlesen. So, welche Figur habe ich? Ich hatte das letzte Mal Anna als Kind und jetzt habe ich den Elch Sven. Und den wollen wir jetzt mal schnell zusammenbauen. Jo, das geht wirklich schnell. Zack. Und so sieht er aus, der Sven. Ich finde ihn cool. Gut. Ei Nummer 2. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Und wir machen mal auf. Es klappert ja schon nicht schlecht und es ist. Was ist es? Ah. Ja, von Your Mythic. Was weiß ich, eine neue Serie, eine ganz neue. Die kenne ich überhaupt noch nicht. Ja. So ein. Was ist das? Glitzerring, Glitzerherz, Schloss oder was auch immer. Ist also quasi ja so ein Aufbewahrungsbox was man auch als Ring machen kann. Gut, für meine Clovian Pfoten geht es natürlich nicht. Ja, das kann man aufmachen, da kann man auch entweder diesen Ring da reinpacken und kann ihn dann an die Kette nehmen oder so. Gut, ich sage mal, für Mädchen ist das Spielzeug vielleicht nicht gar nicht mal so dumm. Also, ich sage mal, hat schon was. Das ist, ja, ich meine, gut, für mich vollkommen irrelevant, aber für so ein kleines Mädchen. Oh, jetzt haben wir jetzt hier wieder. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Das scheint diesmal. Was ist es? Also das hatte ich das letzte Mal und das war kein Hund, das war ein, war ein Hase. Und das hier ist jetzt hier irgend so ein Eichhörnchen. Ich nehme mal an, das soll ein Eichhörnchen sein, das soll ein Igel sein und das ist eine Eule. Also gehe ich mal von aus, dass das ja so ein Eichhörnchenkind ist. Mit einer Blattwindel.
Ich finde es niedlich gemacht. Ja, hat auch was. Ist nicht schlecht, sage ich mal. So, machen wir Ei Nummer 4 auf. Oh, und da haben wir schon wieder gar nichts. Das kann ein gutes Zeichen sein. Muss zwar nicht, aber kann durchaus sein. Es klappert auch wieder nicht. Und wir machen mal auf und wir schauen mal rein. Und es ist, ja, gut. Ja, also ich sehe, Kinder Schokolade hat sich da, oder beziehungsweise Ferrero hat sich da neues Spielzeug einfallen lassen. Es ist also eine ganze neue Serie rausgekommen. So. So sieht das kleine Kätzchen aus. Schnuffig, schnuffig. Gut. Und wir machen das fünfte und letzte Ei auf und schauen mal rein und lassen uns überraschen. Es klappert nicht, aber ja, es ist keine Hauptfigur. Es ist wie bei diesen, ja, normalen Ü-Eier für Jungs, dieses, ja, Maltier, sage ich mal. Und auch hier ist es wieder diese komische Raupe. Ja gut. Wer es braucht, bitteschön. Aber das hier ist schon mal nicht schlecht, dass ich den Sven habe. Das ist schon mal ganz gut. Das freut mich. Gut, ich hoffe, euch hat das Video auch wieder gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt das Video auch gerne teilen. Über ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.